Ja, also es war ein sehr anstrengendes Spiel für uns, können wir so sagen. In der Halbzeit hat man gesehen, dass Mattersburg sehr gut die Räume zugemacht hat und wir haben uns schwer getan. Aber dann, wir haben uns vorgenommen, dass wir in der zweiten Halbzeit auch die Tore machen und das ist uns ganz gut gelungen. Weiß, Mattersburg spielt auch gerne über den zweiten Ball. Die haben auch richtig robuste Spieler vorne und ich denke, wir haben uns gut eingestellt auf die. Wir haben den Ball dann auch richtig gut in unseren Reihen halten können. Und ja, ich denke, verdient gewonnen. Ich glaube, Mattersburg hat es sich leicht gemacht, ist sehr tief gestanden. Das ist oft, glaube ich, am eigenen 16 mit 7, 8 Leuten, wo es dann auch schwer ist, eben abzuschließen, eine freie Lücke zu finden. Wir haben die Ruhe bewahrt, sind hinten gut gestanden. Wir nicht einen Torschuss halten müssen. Ja, und dann natürlich macht der Louis das super. Und dann haben wir natürlich auch mehr Räume, weil Mattersburg ja doch ein bisschen dann offensiver agieren muss. Und im Endeffekt war es dann ein verdienter, auch, glaube ich, in der Höhe verdienter 13-0-Sieg. Ich denke, dass wir von Anfang an das Spiel kontrolliert haben und in der ersten Halbzeit auch gute Chancen herausgespielt haben. Vielleicht die letzte Konsequenz hat uns gefehlt. Und ja, wir sind geduldig geblieben und haben dann unsere Tore geschossen noch. Man ist natürlich eine Belastung, gerade für die Feldspieler, nach 3 Tagen wieder voll da zu sein über 90 Minuten. Aber ich glaube, man hat gesehen, wir haben die Fitness, dass wir 90 Minuten gehen können, alle 3, 4 Tage. Jetzt heißt es wieder gut regenerieren, Mittwoch geht's weiter. Wir haben uns letztes Jahr ein bisschen schwer getan nach den Europa League-Spielen, aber ja, wir haben vor allem zu Hause, wir haben uns wirklich sehr viel vorgenommen. Vor so einer Kulisse wollten wir einfach die 3 Punkte einfahren und das ist uns zum Glück gelungen.